die treibende Kraft. Der Aufstieg des Ehepaars Milosevic, Slobo und Mira. Phil Rees berichtet. Begonnen hat alles vor 30 Jahren hier an der Adriaküste. Die Frau eines mittleren Parteifunktionärs der jugoslawischen Kommunisten sah in einem Schaufenster das Porträt Marschall Titos, des Führers der Nation. Und sie prophezeite einer Freundin, eines Tages werden statt Titos Bilder hier die Bilder meines Mannes stehen. Mira und Slobo, so nennt das Volk das Ehepaar Milosevic. Ein Paar, das Jugoslawien in uneingeschränkter Machtfülle regiert. Slobodan und Mira, das heißt übersetzt Freiheit und Frieden. Aber Slobo und Mira haben Serbien in Armut und Krieg gestürzt. Slobodan Milosevic, für den Westen ist er ein Kriegsverbrecher, verantwortlich für die schlimmsten Gräueltaten in Europa seit Ende des Dritten Reichs. Sein Volk führte Milosevic auf einen Kreuzzug und die Pläne für den Krieg, den er jetzt führt, hat er schon vor einem Jahrzehnt geschmiedet. Er nutzte historisch gewachsene Ängste des serbischen Volkes aus und spielte geschickt mit ihren Gefühlen. In der Öffentlichkeit sieht man die Milosevic nur selten. Sie leben isoliert nahe der Villa, die Tito bewohnte. Vor dem Beginn des NATO-Bombardements sprachen wir mit ehemaligen Freunden der beiden. Sie erzählen, wie Slobo und Mira die Macht errangen. Slobo und Mira wachsen in der Industriestadt Počarevac auf, etwa eine Stunde von Belgrad entfernt. Die beiden lernen sich in der Schule kennen. Slobo ist 17, Mira ein Jahr jünger. Milosevic war nicht wie die anderen Jungen, erzählt Seska, eine frühere Mitschülerin. Er war ein gut aussehender Typ. Sein Haar kämmte er nach hinten und er hatte rote Wangen. Er war immer adrett angezogen, nie ungepflegt oder ungezogen. Er war eben anders als die übrigen Schüler. So habe ich ihn in Erinnerung. Als Schülerin war Seska fasziniert von der intensiven Beziehung zwischen Slobo und Mira. In der Schule waren die beiden immer zusammen. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie einmal getrennt gesehen zu haben. Sie hielten sich an den Händen oder gingen Arm in Arm. Ein anderes, älteres Pärchen nannten wir Romeo und Julia. Slobo und Mira hießen einfach Romeo und Julia II. Dies ist eines der wenigen Bilder des jungen Slobo. Milosevic hat sich bemüht, seine Kindheit zu vertuschen. Nach der Scheidung seiner Eltern lebt er in diesem Haus bei seiner Mutter, einer Grundschullehrerin. Familiendramen überschatten seine Jugend. Ein Onkel erschießt sich, später begeht der Vater Selbstmord. Jahre danach erhängt sich Slobos Mutter an der Schlafzimmerlampe. Mira beschreiben ehemalige Klassenkameraden als fleißig und unscheinbar. Ihr Vater, ein Kriegsheld, hat bei den Partisanen gekämpft. In Titos Sommerhaus verbringt sie als Kind ihre Ferien. Miras Tante war eine enge Vertraute Titos. Sie war sehr bekannt, vielleicht sogar bekannter als ihr Vater. Slobo freute sich, das war deutlich zu spüren, dass seine Freundin aus einer Familie mit einem revolutionären Hintergrund kam. Das Paar studiert in Belgrad. Mira Soziologie, Slobo Jura. In der Universität lernt er seinen politischen Ziehvater kennen. Mit dessen Hilfe wird er in den nächsten 25 Jahren in der kommunistischen Partei Karriere machen. Ivan Stambolic. Er sah damals in Milosevic einen Mann, der der Partei treu ergeben war. Ich bin überzeugt davon, dass er sehr intelligent ist. Ein fähiger Mann, ein guter Organisator. Er kann sehr einnehmend sein, selbst wenn er andere gelegentlich irritiert und oft Streit sucht. Ich habe immer gerne mit ihm geredet.
Er war ein Optimist. Er hielt alles für machbar. Selbst wenn wir den Planeten hätten umdrehen müssen, seiner Ansicht nach war alles möglich. In der kommunistischen Partei arbeitet sich Milosevic nach oben. Er hat den Ruf eines professionellen Funktionärs mit Liebe zum bürokratischen Detail. Ein vorbildlicher Arbeiter, aber abhängig von der Meinung einer Person. Ein Förderer von Milosevic erinnert sich. Er sprach lange am Telefon und war immer in der Nähe eines Apparats. Später fand ich heraus, dass er mit seiner Freundin Mira telefonierte. Das war schon merkwürdig. Die Gespräche dauerten unglaublich lange, aber er sagte sehr wenig. Entweder stimmte er dauernd zu oder er sagte nein, nein oder bitte. Milosevics Kollegen wird immer deutlicher, dass Mira die Fäden zieht. Nebojšaković zum Beispiel glaubt, dass sie hinter Slobos Ehrgeiz steht. Im Studium war Milosevic eher ruhig. Er fiel nicht weiter auf. Erst Mira machte aus ihm den Mann, der sein Schicksal darin sah, Politiker zu werden. Damals fasste sie einen Entschluss, der ihr Leben beherrschen sollte. Für Mira zählte nur noch ein Gedanke. Sie wollte die Nummer eins ihres Landes werden, direkt oder indirekt mit Hilfe ihres Mannes. Diesen Plan setzte sie in die Tat um. Sie bedrängte Slobodan Milosevic und machte aus ihm einen politischen Führer. Mitte der 80er Jahre wird Milosevic der zweitmächtigste Mann Serbiens unter seinem Mentor Ivan Stambolic. Milosevic ist ein loyales Parteimitglied, aber er erkennt, welch weitreichende Folgen ein in die Krise geratener Kommunismus für sein Land haben wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Jugoslawien eine Föderation mit 6 Republiken. Marschall Tito wollte das zerbrechliche ethnische Gleichgewicht wahren. Keine der Einzelrepubliken sollte die Oberhand gewinnen. Doch in den 70er Jahren wurde die größte der Republiken, Serbien, zu mächtig. Tito war beunruhigt und gewährte 2 serbischen Provinzen mit ethnischen Minderheiten Selbstverwaltung. Damit war Serbien faktisch geteilt. Eine dieser Provinzen war das Kosovo. Dort lebten weit mehr Albaner als Serben. Im Kosovo liegt für die Serben der Ursprung ihrer Kultur, ihrer Identität. Hier ist das Zentrum der serbisch-orthodoxen Kirche. Fünfhundert Jahre lang lebten die Serben unter dem muslimischen Osmanischen Reich. Aus ihrer Sicht eine 500 Jahre lange Leidensgeschichte. Darauf gründet das serbische Nationalbewusstsein. An der Kirchenwand die Schädel serbischer Krieger, die von den osmanischen Herrschern geköpft wurden. In ihrer Geschichte zelebrieren die Serben das Leiden, das Fremde ihrem Volk zufügten. Hier verlor im 14. Jahrhundert das serbische Heer die entscheidende Schlacht gegen die Armee eines muslimischen Sultans. Die berühmte Schlacht von Kosovo-Polje, dem Amselfeld. Hier wurde die Geschichte der Serben geschrieben. Eine Geschichte von Heldentum und Opferbereitschaft. Die Stadt Kosovo-Polje liegt ganz in der Nähe des einstigen Kriegsschauplatzes. Mitte der 80er Jahre kommen im Kosovo auf jeden Serben 8 meist muslimische Albaner. Die serbische Minderheit wird unruhig und aufsässig, voller Misstrauen gegenüber der Selbstverwaltung der albanischen Mehrheit. Die Serben schreiben Ivan Stambolic, dem Führer der Serbischen Republik, er solle ins Kosovo kommen. Der schickt seinen Stellvertreter. Ich sagte ihm, er solle etwas Ruhe in die Situation bringen. Die Stimmung war aufgeheizt. Ich dachte, es sei gut für ihn, die Lage im Kosovo persönlich kennenzulernen.
Ganz offensichtlich wusste er nicht, was in dieser Region wichtig war. Er verstand nicht, was in den Menschen dort vorging. Eine entscheidende Rolle spielt fortan Dušan Mitević. Der damalige Direktor des serbischen Fernsehens stammt selbst aus dem Kosovo und war ein enger Freund von Milosevic. An jenem Nachmittag rief er mich beim Sender an und lud mich zu sich nach Hause ein. Ich fuhr hin. Die Stimmung zwischen dem Ehepaar war angespannt. Seine Frau war gegen die Reise ins Kosovo. Sie war um Slobos Sicherheit besorgt und hatte Angst vor einem Attentat der Albaner. Also erklärte ich ihr, dass die Sicherheit gewährleistet werden könnte. Schließlich beschwor ich sie: Mira, er muss hinfahren. Er kann nicht Präsident der kommunistischen Partei sein und nie ins Kosovo fahren. Milosevic fährt nach Kosovo-Polje, unsicher, was ihn dort erwartet. Mit den alten kommunistischen Parolen von Brüderlichkeit und Einheit kommt er dort nicht weit. Die von Albanern kontrollierte Bezirksregierung diskriminiert uns, beklagt sich wütend ein Wortführer der serbischen Minderheit bei den Politikern aus Belgrad. Draußen warten Hunderte von Serben, die im Saal keinen Platz gefunden haben. Sie bewerfen die meist albanischen Polizisten mit Steinen. Ich sagte: Herr Präsident, draußen gibt es eine Straßenschlacht, weil die Albaner in den Saal durften und die Serben nicht. Also willigt Milosevic ein, mehr Serben in den Saal zu lassen. Der Nationalistenführer Solevic tritt vor die Menge. Milosevic sagt, ihr könnt hereinkommen, einer nach dem anderen. Der Aufruhr hält an. Schließlich geht Milosevic selbst hinaus, um die Gemüter zu beruhigen. Ein Belgrader Journalist, der ihn damals begleitet hat, erinnert sich. Als er kam, war er nur der kleine Slobo, blass im Gesicht, zitternd, unsicher. Ein alter Mann mit einem gelblichen Schnurrbart weinte und sagte zu ihm: Herr Präsident, Sie schlagen uns. Er weinte, Milosevic zitterte und ich war geschockt. Draußen hatte der Präsident wohl große Angst. Er sagte: Niemand darf Sie schlagen. Seine Lippen formten diese Worte fast unwillkürlich. Niemand soll es wagen, sie zu schlagen, sagt Milosevic immer wieder. Er hatte Angst, der Ärmste. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Einige der Umstehenden, auch der Journalist Slavko Zurovjaš, drängen Milosevic, zur Menge zu sprechen, um den Aufruhr zu stoppen. Wir sagten ihm: Herr Präsident, Sie müssen an das Fenster treten und ein paar Worte an diese Menschen richten. Doch er antwortete: Wie könnte ich das tun? Ich habe kein Mikrofon, keine Lautsprecher. Plötzlich aber begreift Milosevic, was er da gesagt hat. Keiner darf euch schlagen. Milosevic entdeckt seine Qualitäten als Führer der Serben. Er trat an das Fenster und sagte: Niemand wird dieses Volk mehr schlagen. In dem Moment wurde Milosevic zum großen Sloba. Die Menge begann zu rufen: Sloba, Sloboda, Freiheit. Alles begann an diesem Fenster. In der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad gibt es zu dieser Zeit bereits Akademiker und Intellektuelle, die sich nach einer starken serbischen Identität in Jugoslawien sehnen. Milosevic ist ihr Mann. Als ich die Bilder zum ersten Mal sah, wo er zu den Serben sagte: Euch kann niemand schlagen, da begriff ich, dass Milosevic der erste mächtige Kommunist war, der sich entschlossen hatte, seine Nation zu schützen. Das serbische Fernsehen zeigt den Auftritt in Kosovo-Polje immer und immer wieder. Milosevic hat im Kosovo die Rhetorik gelernt, mit der er an die Macht gelangt.
Der nächste Schritt ist klar. Jetzt will Milosevic Chef der Kommunistischen Partei Serbiens werden. Die Nationalisten hat er hinter sich. Im Weg steht nur noch sein Ziehvater, Ivan Stambolic. Milosevic schmiedet ein Komplott. Sein Instrument ist der Kosovo-Konflikt. Es ist einfach nicht richtig zu glauben, dass eine schnelle Lösung der Probleme im Kosovo für uns schädlich sein würde. Sie behaupteten, die Schwierigkeiten im Kosovo seien innerhalb von 24 Stunden zu lösen. Man müsse durchgreifen und im Kosovo die Selbstverwaltung nehmen. Schluss mit der Autonomie des Kosovo. Das fordern Milosevic und seine Mitstreiter. Als Stambolic dagegen ist, beschimpfen sie ihn als Diktator. Ich weiß wirklich nicht, warum man mir vorwirft, ich sei ein Diktator. Solche Anschuldigungen sollten sich nicht gegen mich richten. Ich wurde verraten. Das traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Nach diesem Coup lässt Milosevic 1989 Panzer in das Kosovo rollen, um die Selbstverwaltung der albanischen Bevölkerungsmehrheit zu beenden. Eine Demonstration militärischer Macht. Sie hilft mit, den serbischen Nationalismus neu zu entfachen. Drei Monate später versammeln sich eine halbe Million Serben am mittelalterlichen Kriegsschauplatz in Kosovo-Polje. Sie feiern den 600. Jahrestag ihrer Niederlage gegen die Truppen des Osmanischen Reichs. Milosevic hat längst begriffen, wie er das serbische Volk in seinen Bann schlagen kann. Als Demagoge, der die Serben im Kosovo verteidigt und der so zum Führer aller Serben in Jugoslawien aufsteigt. Es herrschte Euphorie, ein Rausch nationaler Gefühle. Jahrzehntelang gab es keinen Politiker, der offen gesagt hätte, ich bin Serbe. Es war klar, der Erste, der sagt, ich bin Serbe, wird zum Gott erhoben. Und Milosevic machte sich zum Gott. Wir dachten, wir haben jetzt Slobo, er wird alle Probleme für uns lösen. Um den Nationalismus weiter anzustacheln, nutzt Milosevic die Hilfe von Dušan Mitević, sein Freund beim Fernsehen. Als 1992 der Bosnienkrieg in Jugoslawien ausbricht, wird das Fernsehen sein Sprachrohr. Die Botschaft ist immer dieselbe. Die anderen Volksgruppen sind unsere Feinde. Sie wollen die serbische Nation zerstören. Mit Lügen schürt das Fernsehen bei den Serben Hass auf die Kriegsgegner. Sie haben Menschen abgeschlachtet und ihnen die Augen herausgerissen. Sie schnitten Kindern die Finger ab. Sie wollten die Kinder sogar in Öfen rösten. Dann ist der Bosnienkrieg zu Ende. Milosevic unterzeichnet den Friedensvertrag von Dayton. Sofort vollzieht das serbische Fernsehen die propagandistische Kehrtwende. Der Sender feiert den Kriegsherrn als Friedensengel. Ich verbrachte den ganzen Tag vor dem Fernseher und weinte vor Glück. Wir waren erfolgreich. Ich danke Slobodan Milosevic. Die Rückkehr aus Dayton. Milosevic arrangiert ein öffentliches Familientreffen. Seine Tochter ist in Serbien vor allem wegen ihrer Affären mit Mafiabossen bekannt. Der Sohn liebt Ferraris, besitzt einen Nachtclub und kontrolliert einen Großteil des riesigen serbischen Schwarzmarktes. Eine geheimnisumwobene Familie. In ihrem Zentrum Mira Marković, die eine immer wichtigere Rolle spielt. Meine alte Freundin Mira war nun eine große Führerin. Sie glich dem Milosevic von damals, als er vor 10 Jahren zum Führer des serbischen Volkes wurde. Seitdem ist sein Einfluss gesunken. Mira dagegen ist immer mächtiger geworden. Slobos Frau macht sich einen Namen als Schriftstellerin. Die Bücher der Professorin für Soziologie sind ein Gemisch aus philosophischer Analyse und Geschwätz wie aus einer Seifenoper.
Sie veröffentlicht ihre Tagebücher, in denen sie politischen Feinden droht, bizarre Geschichten von honigsammelnden Bienen erzählt oder über ihr Verhältnis zu Slobo schreibt. Sie liebt ihn wahnsinnig. Sie hat mir mehrmals gesagt, dass Milosevic sie während der Dayton-Konferenz 7, 8 oder 9 Mal am Tag anrief. Rufen Sie Ihre Frau 9 Mal am Tag an? Ich nie. Do you call your wife 9 times a day? I never do that. Ihr persönliches Verhältnis ist schon sehr seltsam. Slobodan spricht mit ihr wie mit einem Baby. Sie scheint immer verwirrt, als ob sie nicht wüsste, wo es lang geht. Es war sehr lustig, ihnen zuzuhören. Ständig fielen Kosenamen wie mein kleines Kätzchen oder Häschen. Ich fand das wirklich sehr komisch. Vor allem, wenn es immer dann geschah, während wir uns gerade mit schwerwiegenden politischen Themen beschäftigten. Ein Jahr zuvor, 1994, hat Mira ihre eigene Partei gegründet. JUL, die jugoslawische Vereinte Linke. JUL ist cool. Ein Werbespot für die neuen Reichen. JUL ist keine Partei für Arbeiter. In dieser Partei sind viele reiche Leute. Die Menschen begriffen schnell, dass sie nur etwas werden konnten, wenn sie der JUL beitraten. Die Partei übernimmt die marxistische Ideologie. Die größten Unternehmen sollen Staatseigentum bleiben. Hohle Phrasen, denn in der Realität plündern Slobo und Mira die Staatskasse. Mit öffentlichen Geldern bestechen und belohnen sie. Hinter dem sozialistischen Deckmantel der JUL. Eine Gangsterideologie. Der Sozialismus alter Machart und der Kapitalismus sind Auslaufmodelle. Es wird keine Rückkehr geben. Mira festigt ihre Macht. Ihr Einfluss auf Slobo wird größer. Während wir mit Mira plauderten, rief er oft an, aber er redete eigentlich nie. Sie sprach und er hörte zu. Sie sagte oft, schau, Slobo, der so-und-so wird dich anrufen und dich dies und jenes fragen. Bitte antworte ihm und mach es nicht wieder wie gestern, als du dich geweigert hast, ans Telefon zu gehen. Er sagte dann, ja, ja, ja. Wenn es um entscheidende Themen geht, hat Milosevic nicht mehr zu sagen als Mira. Ich glaube sogar, bei den wichtigsten politischen und personellen Fragen, selbst bei strategischen Problemen, hat sie eindeutig mehr Einfluss. Die Macht des Herrscherpaares gerät erstmals 1996 bei Kommunalwahlen ins Wanken. Im Krieg hatte Milosevic immer leichtes Spiel mit der Opposition. Er stand für die nationale Einheit. Wer wollte ihm die Macht streitig machen? Aber jetzt, nach über einem Jahr Frieden, stimmen die Wähler in den größten Städten Serbiens gegen Milosevics Partei. Nach der Wahl hielt Milosevic eine Sitzung mit der serbischen Führung ab. Ich war auch dabei und er wirkte ganz normal. Er gab zu, dass die Dinge sich nicht gut entwickelt hätten. Wir haben ihn verloren, sagte Milosevic. Also sollten wir die Macht wie Gentlemen an die Opposition übergeben. Zur gleichen Zeit ist Mira in Indien auf Werbetour für ihre Bücher. Als sie von den Wahlergebnissen hört, ruft sie sofort ihren Mann an. Bei diesem Telefonat forderte sie von Milosevic, er dürfe nicht so leichtfertig mit der Macht spielen. Sie drohte ihm sogar, er dürfe die Herrschaft nicht irgendwelchen Faschisten überlassen. Als klar wird, dass Milosevic die Macht offenbar nicht abgeben will, gehen Hunderttausende Belgrader auf die Straßen, um zu demonstrieren. Ein Bündnis oppositioneller Parteien bildet die sogenannte Zajedno-Bewegung. Zajedno auf Deutsch heißt es schlicht gemeinsam.
Das Hauptziel der täglichen Protestmärsche ist das serbische Fernsehen, immer noch ein Werkzeug von Milosevics Partei. Das Ausmaß der Demonstrationen beunruhigt den Bürgermeister von Belgrad, Nebojša Kovic. Täglich verhandelt er mit Milosevic und gewinnt den Eindruck, Mira steht einer Verhandlungslösung im Wege. Nach jedem Treffen mit Milosevic war ich zuversichtlich. Er versprach immer einzulenken. Aber mit der Zeit wurde der Ton unserer Gespräche immer schärfer. Ich sagte Milosevic ins Gesicht: Schick Frau Markovic in die Küche und binde sie dort an den Kühlschrank oder den Herd an. Schließlich gehen in diesem Winter auch Milosevic-Anhänger auf die Straße. Er will der Sajetno-Bewegung Paroli bieten. Und mit seiner Demagogie heizt er die Auseinandersetzungen an. Die Oppositionellen beschimpft er als Verräter am serbischen Volk. Die Schuldigen für die ganze Misere säßen im Ausland. Die ausländischen Mächte wollen kein starkes Serbien. Deshalb haben sie sich hier mit einer fünften Kolonne verbündet, die versucht, unser Land ins Chaos zu stürzen. Das werden wir nicht zulassen. Noch einmal versucht Bürgermeister Kovic, den Konflikt beizulegen. Im Januar 1997 fährt er zu Milosevics Haus in Belgrad. Wir trafen uns gegen 5 Uhr nachmittags in seinem Haus in der Učika Straße. Wir redeten und tranken dabei Whisky. Am Ende unseres Gesprächs waren wir uns in allen Punkten einig. Zumindest dachte ich das. Wir verabschiedeten uns herzlich, er umarmte mich und brachte mich zu meinem Wagen. Aber zur gleichen Zeit trifft sich ganz in der Nähe auch Mira mit ihren Anhängern. Sie beschließt, den Demonstranten keinerlei Zugeständnisse zu machen. Am anderen Morgen stellte ich dann fest, dass sich nichts geändert hatte. Milosevic tat das genaue Gegenteil von dem, was er mir am Vorabend versprochen hatte. Dabei hatte ich ihm mehr Vertrauen entgegengebracht, als ich meinem eigenen Vater gewährt hätte. Nebojša Kovic tritt schließlich aus Milosevics Partei aus. Als Bürgermeister von Belgrad dankt er ab. Nach einer Weile stellt man fest, dass seine Versprechungen wenig damit zu tun haben, was er wirklich plant. Nur ein Zehntel dessen, was er sagt, ist wahr. Die Demonstrationen auf den Straßen Belgrads gehen weiter. Die Gewalt eskaliert. Die Auseinandersetzungen geraten langsam außer Kontrolle. Der Journalist Slavko Curoviac wendet sich an Mira. Ich habe sie sofort angerufen und gesagt, wenn du so weitermachst, wirst du getötet. Du musst das stoppen. Es war schrecklich. Sie sagte, das sind alles Faschisten. Ich schrie sie an, deine Leute, die Bürger von Belgrad, deine Studenten, sind also alles Faschisten? Sie verlor völlig die Beherrschung und sagte, ja, sieh sie dir doch an, wie sie aussehen. Sie war völlig außer sich. Ich fragte sie, was macht Slobo gerade? Und sie antwortete, er sitzt in seinem Sessel und hört unserem Gespräch zu. Ich ließ ihn grüßen. Schließlich lenkt Milosevic überraschend ein. Er gibt die Macht in den größten Städten Serbiens ab und erlaubt einem Fernsehsender frei zu berichten. Aber während die Opposition ihren Sieg feiert, arbeitet Milosevic schon daran, die Protestbewegung zu spalten. Sein Plan, er will entweder Vuk Drašković, einen Führer der Protestbewegung, oder aber dessen früheren Mitstreiter, Zoran Đinđić, in die Regierungskoalition des Landes locken. Đinđić ist damals Bürgermeister von Belgrad. Milosevic schickt zwei seiner Männer zu einem Geheimtreffen mit Đinđić. In einem Belgrader Café versprechen Milosevics Männer Đinđić einen hohen Posten in der Regierung. Sie boten mir zwischen 3 und 5 Millionen Mark.
Sie fragten mich nach einer Kontoverbindung und erzählten mir, wir sollen das Geld für Serbien ausgeben, für die Wahlen. Gründe lassen sich immer finden, vor allem solche, die gut klingen. Đinđić lehnt ab. Milosevic wendet sich daraufhin an Vuk Drašković. Der denkt, er sei mächtig genug, um Milosevic zu beeinflussen, und nimmt das Angebot an. To je jedan pragmatičan manipulator koji je spreman da... Milosevic ist sehr geschickt, er ist pragmatisch, er manipuliert die Leute. Er ist jederzeit bereit, seine Überzeugungen und auch seine Verbündeten zu wechseln. Er benutzt sie und wirft sie dann weg, nur um an der Macht zu bleiben. 7 Jahre lang war Vuk Drašković die charismatische Ikone der serbischen Opposition. Doch nun ist es Milosevic gelungen, die Bewegung zu spalten. In der Zeit hängt in den Straßen von Belgrad dieses Plakat. Die jugoslawische Regierung, eine bizarre Allianz. Ein Koalitionspartner ist Vojislav Šešelj, gesucht als Kriegsverbrecher, der paramilitärische Einheiten der Serben in Bosnien anführte. Jeder Fünfte in der Republik Jugoslawien hat diesen brutalen Nationalisten gewählt. Milosevic benutzt wieder einmal die ungeklärte Frage der serbischen Grenzen, um seine Macht zu sichern. Vuk Drašković akzeptiert das. Alle fürchten, im Kosovo könnte es zu einem Krieg mit der albanischen Minderheit kommen. Das Schlimmste wäre für mich ein größeres Albanien. Um das zu verhindern, bin ich in die Regierung gegangen. Ein größeres Albanien, das ist ein monströser Naziplan. Ein ethnisch gereinigtes Kosovo soll geschaffen. Mein Staat und mein Land aber sollen zerstört werden. Die gegenwärtigen politischen Parteien in Serbien haben ihren Ursprung nicht in der Demokratie, sondern im Krieg. Alle 9 Parteien sind lediglich Splittergruppen der nationalistischen Bewegung. Der Nationalismus ist schließlich stärker als die Forderung nach Demokratie. Das sind doch alles Egomanen. Egal, welchen Namen eine Partei hat, welches Programm sie verfolgt, alle wollen an die Macht und es Milosevic nachtun. Wie man geschickt regiert, macht Slobodan Milosevic allen vor. Als er nicht mehr für eine zweite Amtszeit als Präsident Serbiens antreten kann, wird er eben der Präsident Jugoslawiens. Ursprünglich als eher repräsentatives Amt gedacht, übt Milosevic jetzt in dieser Position die Macht aus. Die linksgerichtete Jul-Partei von Mira Markovic koaliert mittlerweile mit dem rechten Rand der Nationalisten. Politische Programme sind Nebensache. Den Rückhalt in der Bevölkerung garantiert der Nationalismus. Und alle Politik des Regimes kennt nur ein Ziel: den Machterhalt von Slobodan Milosevic und seiner Frau Mira. Auf der politischen Bühne ist sie ruhig und gefasst. Privat erleben ihre Bekannten sie sehr emotional. Once it was morning, 9 o'clock. An einem Morgen rief mich ein Sicherheitsbeamter an und sagte, Professor Markovic will mit dir sprechen. Als sie ans Telefon kam, sagte sie, Slavko, bist du es? Ich sagte, ja. Da weinte sie schon. Sie kann urplötzlich anfangen zu weinen. Das habe ich schon öfters erlebt. Für Präsident Milosevic ist das sicher ein großes Problem. Er ist nicht nur fürsorglich, er ist überfürsorglich als Ehemann. Wenn mit Mira irgendetwas nicht stimmt, geht es ihm auch nicht gut. Manchmal wirkt sich das auch auf seine politischen Entscheidungen aus. Der Zweite Weltkrieg hat seine Spuren bei Mira Markovic hinterlassen. Ihre Mutter kämpfte bei den Partisanen Titos. Sie soll unter Folter Geheimnisse an die Nazis verraten haben.
Es heißt, sie sei später auf den Befehl ihres eigenen Vaters als Verräterin hingerichtet worden. Eine Familientragödie, die Mira Markovic schwer getroffen haben soll. Auf den ersten Blick wirkt sie oft verwirrt, manchmal geradezu unglücklich. Sie sieht nett aus, manchmal erscheint sie einem sogar naiv. Aber wenn man ihr Verhalten und ihre Formulierungen genauer betrachtet, erkennt man, dass sich unter dieser netten Oberfläche etwas sehr Gefährliches verbirgt. Heute ist Mira Markovic ein Machtfaktor in der jugoslawischen Regierung. Viele fürchten ihre Rücksichtslosigkeit. Würde Mira der Polizei befehlen, auf Demonstranten zu schießen, wenn ihre Macht oder die ihres Mannes in Gefahr wäre? Ja, da bin ich mir sicher. Ich glaube, sie lebt in einem ständigen Albtraum. Albträume aus ihrer Vergangenheit? Nicht nur aus ihrer Vergangenheit, auch was die Gegenwart und die Zukunft angeht. Sie hat wahnsinnige Angst. Nach einem Streit mit Mira wird der Chef der Streitkräfte ausgewechselt. Er hat sich geweigert, die Armee gegen die jugoslawische Bevölkerung einzusetzen. Auch der Chef der Geheimpolizei verliert seinen Posten. Er hat es anscheinend abgelehnt, der Polizei zu befehlen, auf Demonstranten zu schießen. Im Oktober 1998, als die NATO zum ersten Mal mit Bombenangriffen droht, verschärft das Ehepaar Milosevic die Pressegesetze. Alle Medien, die Defetismus und Angst verbreiten, müssen mit einer Geldstrafe rechnen. Auch die Zeitung von Slavko Zuroviaj soll aus dem Verkehr gezogen werden. Polizeibeamte in Zivil kommen in sein Büro. Sie sagten, alle raus hier, die Zeitung wird dicht gemacht. Sie dürfen nicht mehr drucken. Zuroviaj soll eine Geldstrafe von mehr als 300.000 Mark bezahlen. Sonst muss er ins Gefängnis. Der drohende Krieg dient dem Paar Milosevic als willkommener Vorwand. Trotz der Bitten ihres alten Freundes bleibt Mira hart. Ich traf sie zum letzten Mal an dem Tag, als sie dieses verrückte Pressegesetz verabschiedeten, das auch noch gegen die Verfassung verstieß. Ich sagte zu ihr, Mira, das ist schrecklich, das ist Diktatur. Sie antwortete nur, das hätten wir schon vor 3 Jahren machen sollen. Milosevic hat das serbische Volk in Krieg und Armut gestürzt. Viele Mütter trauern um ihre Söhne. Trotzdem glauben die meisten hier, dass Milosevic Serbien gegen ausländische Angreifer verteidigt. So, als ob die Schlacht ums Amselfeld ein zweites Mal zu schlagen wäre. Die Bombardements, der Einsatz von NATO-Bodentruppen, damit macht Milosevic jeden Abend Stimmung im Fernsehen. So versucht er, das serbische Volk hinter sich zu bringen. Er präsentiert sich als Kämpfer für unsere nationalen Interessen. Die NATO-Drohungen machen uns keine Angst, solange Slobodan Milosevic unser Führer ist. Uns kann niemand etwas anhaben. Das Schicksal kleiner Nationen ist es, von den Großen aufgeteilt zu werden. Lass die Finger von Serbien. Wir stehen hinter unserer Führung. Immer wieder seit seiner Machtübernahme hat Milosevic seinem Volk eingehämmert, der Westen ist schuld an den Nöten der Serben. Durch den Krieg wird das jetzt scheinbar bestätigt. So haben die NATO-Raketen dazu beigetragen, dass Milosevic immer noch als Verteidiger serbischer Interessen gilt. Auch wenn es der Westen nicht gewollt hat. Der Krieg hilft Milosevic, politisch zu überleben. Er zeigt seinem Volk, wie er das Kosovo gegen Feinde von außen verteidigt.
Damit steht er für viele Serben in der Tradition der Kämpfer auf dem Amselfeld. Wir waren noch nie in unserer Geschichte größere Verlierer als heute. Wir stehen am Rande unserer Existenz. Wir sind ruiniert und das serbische Volk sollte sich fragen, weshalb es sich seit 12 Jahren von Milosevic führen lässt und ihn wie einen Gott behandelt, wie einen Messias, der vom Himmel herabgestiegen ist, um sämtliche serbische Probleme seit der verlorenen Schlacht auf dem Amselfeld zu lösen. Und nun tut Milosevic alles, um auch noch das Kosovo zu verlieren. Wenn Milosevic über das Kosovo redet, meint er nicht die Serben im Kosovo. Das Kosovo bedeutet für ihn, dass er seine Macht erhalten kann. Die NATO-Bomben zerstören nicht nur Jugoslawien. Sie zerstören auch die Opposition in Serbien gegen Slobo und Mira. Das Ehepaar hat seine Gegner einmal mehr als Verräter denunziert. Viele derjenigen, die in diesem Bericht gesprochen haben, sind heute stumm. Eine leidenschaftliche Stimme der Opposition war Slavko Surovijas. Im Oktober letzten Jahres schrieb er einen offenen Brief an Milosevic. Er forderte ihn auf, zurückzutreten. Die Lebenden und die Toten legen Zeugnis ab für ihre lange Reihe von Misserfolgen, schrieb er. Als der Krieg ausbrach, griff das serbische Fernsehen Surovijas öffentlich an. Er würde das NATO-Bombardement unterstützen. Am 11. April 1999 wurde Slavko Surovijas vor seinem Haus von unbekannten Tätern erschossen. Das NDR-Fernsehen im Internet. Das Beste am Norden online. Schauen Sie rein auf die NDR-TV-Homepage.